Moment. Was fällt Ihnen ein zu 100? Die Wurzel von 1000 ist 100. 10.000, von 10.000 ist 100. Aber das mit der Wurzelrechnung, das haben meine Schüler auch nicht mehr. Also ich muss jetzt auch weiter zur Lehrerkonferenz. Was hat er gesagt? Wurzeln! Ach Gott, als ich nur jung war und mein Ego nur klemmt hat, wenn wir doch im Wald über die Wurzeln drüber klettern sind, das können Sie sich nie vorstellen. Aber halt so doch machen wir den Wurzeln bloß nur zu schaffen. Dann bleibe ich alle Wahl in die Radler von meinem Rollator hängen. Ach, Herr Tja, ein Einheimischer. Schönen guten Tag. Was sagen Sie denn zum Thema 100? 100 von Hotel Cook? 100? 100 Liter Freibier? Wo? Da muss er gleich schauen, wo er zappt ist. Ja, hat er gesagt. Ach Gott, als mein Ego nur. Jeden Abend habe ich mir ein Seidel Bier hinstellen auf dem Tisch. Und wenn es kalt draußen war, dann hol ich es nicht immer, wenn arg wird, das halt nicht schmeckt. Und dann, wenn er zwei, drei getrunken hat, dann hat er immer gesungen, Adelheid, Adelheid, schenkt mir einen Gartenzwerg mit der Zipfelmütze. Ach, das war nur Zeiten zu schenken. Ah, schönen guten Tag, ein Herr von ohne Branche. Was wäre Ihnen denn zum Thema 100-jähriges Jubiläum heute? Also zu den 100 schönsten Models gehört sehr gut. Aber ich bin reingekommen, vielen Dank für den Schritt. Das war schön. Wirklich, Herr Reporter, haben Sie das gehört? Wie ich und mein Egon. Wirklich? Ach Gott, das war so schön. Ach, Herr, du alte Hände. Entschuldige, Ein ganz kleiner Moment. Was fällt Ihnen ein zum Thema 100? Von 0 auf 100 komme ich in 0,5 Sekunden. Das müssen Sie mal aufklären. Das ist nämlich geil. Rennen, das macht Spaß. Adrenalin pur. Ich muss weiter. Ich habe keine Zeit mehr. Rennen? Ach Gott, mit meinem Egon, da bin ich immer auf den Ochsenkopf abgerannt. Und der hat dann immer zu mir gesagt, du kannst rennen wie ein Rehlein. Ach Gott, der mir da gerannt. Ach na, Affi, oi, Ibi, Hinti, Firi. Der einheimische Metzger, schönen guten Tag. Ja, was sagen Sie denn zum Thema 100? 100, ich kann es nicht mehr hören. Immer nur 100 Gramm Salami, 100 Gramm Fleisch oder 100 Gramm Fisch. Wenn man die Leute mal fragt, dachte ein bisschen mehr. Na, 100 Gramm reichen schon, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Herr Metzger, warten Sie mal. Jetzt hätte ich den Blaubirsch wieder ein Angebot. Der hat doch mein Ego immer so geschmeckt. Jetzt ist er fort. Oh Gott, jetzt wollen Sie es wieder hier. Ich mache eine Umfrage. Ich brauche noch irgendwas, bitte zum Thema 100-jähriges Firmenjubiläum. Da wurde ein neuer Aldi eröffnet und da gab es ein Angebot. 100 Menschen für 10,99 €. Ich muss schnell meine Entschuldigung. Hab ich da richtig gehört? Der Wind? Ach Gott, der pfeift halt ganz schön um die Ohren. Da hast du recht. Da muss man wirklich aufpassen, dass man Freund sucht erwischt. Ja, wo ich mein Stirnband daheim vergessen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Einen kleinen Moment bitte, Herr Doktor. Mensch, ein gebildeter Mensch. Vielleicht könnten Sie mir mal was Vernünftiges sagen zum Thema 100. 100 Patienten hatte ich die Woche schon. Blöde Betriebsfälle, ich sag Ihnen. Aber wenn ich Sie so anschaue, 100, das sieht aus, als hätten Sie Herzklopfen. Oh Gott. Herzverfettung. Ich sag's nur. Bewegung, Ernährung. Vorsorge, nichts gehört. Im Himmel, Vitaminspritzchen. Ja. Was sag ich? 14 Uhr in meine Privatsprechstunde. Ja. Ich untersuche sie von Kopf bis Fuß. Ich kann nicht.
auf Wiedersehen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Ja, wo will er denn jetzt halt hin, der Zeitungsmann? Ja, hallo, servus, für Gott. Na, als ob der jetzt hat einen anständigen Bericht über das Hotel Krug schreiben kann, weil das 100 Jahre alt wird, ich weiß nicht. Also, ich lebe jetzt schon so viele Jahre da in Warensteinach, der hätte doch bloß mich einmal fragen müssen. Aber nein, da muss jetzt der Doktor kommen und der Bayer und die Mutter und was weiß ich. Aber bis jetzt. Das hat alles gesprengt. Wir waren